Dann gucken wir mal. Oh, hier sieht es nicht gerade gut aus. Ich glaube, die Bahn hier, die funktioniert auch nicht. So, wenn ich mir das hier angucke. Na, wir versuchen es trotzdem mal. Oh. Sie funktioniert trotzdem noch. Was ein Glück. Okay, was haben wir hier? Bahn? Vorsprung. Gut. Dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Wow. Was ist das denn hier? Okay. Habe ich hier irgendwas übersehen gerade? Oder war das nur Vorsprung? Vorsprung? Ich meine, ich hätte irgendwas angeklickt gerade. Nee, okay, dann Grube. Was haben wir hier? Öffnung. Okay. Diese Fledermäuse hier, voll süß irgendwie. Ah, okay. Grobe Öffnung. Hier haben wir eine Klappe. Welches Licht, was hier reinscheint? Öffnung. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, eine neue Lichtbrücke. Gucken wir mal bei der Gerät, ob wir da schon eine einschalten können. Nein. Oh oh, bei dieser Lichtbrücke ist wohl gerade die Garantie abgelaufen. Befürchte ich auch. Okay, wir schauen mal, ob wir die Linse einstellen können. Nur ein bisschen justieren. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht direkt gehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das... nee. Okay, dann nochmal. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Ah, funktioniert. Wunderbar. Dann ist der Rückweg auf jeden Fall schon mal gesichert. So, dann gehen wir hier mal zurück. Jetzt können wir hier wahrscheinlich dann auch wieder zurückgehen. Kartenraum. Aha, woher weiß er jetzt, dass das ein Kartenraum ist? Ich habe keine Ahnung. Klappe. Ah, okay. Können wir jetzt... ich könnte jetzt... ja, könnte die Codes hier eingeben. Also wir haben hier das und das. Also ein rotes Sechseck. Und ein grünes Viereck. Gucken wir doch mal, was der hier so sagt. Dann brauche ich einen Würfel und so ein Quadratding in grün. War das so eins? Ne, das war... ich hab's schon wieder vergessen. Ja, so eins, genau. Aha. Zeigt das uns jetzt nur die Orte? Ein tolles System. Man braucht die Karte nicht einmal mehr zusammenzufalten, wenn man fertig ist. Ich frage mich jetzt nur... was das bringen soll, ehrlich gesagt, weil wenn wir da jetzt jedes Mal nur ein Bild gezeigt bekommen von dem Ort, wo wir schon waren, finde ich das jetzt ein bisschen sinnfrei, ehrlich gesagt. Ah, verdammt, ich muss jetzt hier wieder ganz zurück.
Es dauert jetzt ein bisschen, leider. Rotes Sechseck und blauer Quader. Ja, kennen wir auch schon. Da scheint irgendwo noch eine Gruft zu sein und ein Weg nach unten. Das scheint wohl so, aber wo? Okay. Das war die zweite Tür, die wir geöffnet hatten, ne? Okay, orange gravierter Stab. Verdammt. Grünes irgendwas, blaues irgendwas. Ich weiß nicht, wie ich diese Dinger nennen soll. Grünes, ja, Würfelding. blau, ne? Blaues irgendwas. So, blaues Würfelding, dann blaue Pyramide, rote Pyramide, okay. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Hinweis. Ich gebe die jetzt mal alle ein, das ist, wo der Felsspalt ist. Jawohl. Vielleicht auch zu dem Rätsel mit dem Planeten, da kommen wir ja jetzt zu. So, rotes Sechseck, blauer Würfel. Quatsch. So, rotes Sechseck. Rotes Sechseck, blauer Würfel. Ah, oh je, da muss ich jetzt wieder ganz... Schade, dass man nicht in die andere Richtung kann. Leider nicht. Blauer Würfel und dann noch rotes und grünes Sechseck. Okay. So. Schauen wir mal, ob wir jetzt einen Hinweis kriegen über die Planeten oder so. Nicht so ganz, ne? Nicht so ganz. Tja, jetzt haben wir alles durchgeschaut. Den hier können wir nicht verwenden, oder? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Den können wir uns auch nicht anschauen. Ich habe keine Ahnung, was das für Symbole sein sollen. Ja, dann ist der Raum hier jetzt eigentlich relativ sinnfrei, weil wir haben nur 4 Stäbe, die wir jetzt auch schon alle benutzt haben. Wir können jetzt hier... Wo bin ich denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Karteninsel, Planetarium, Planetariuminsel. Gehen wir da nochmal hin. Mir lässt das irgendwie keine Ruhe. Mir lässt das keine Ruhe. War doch hier, ne? Halt. Hier muss ich lang. Bin versehentlich in das Loch reingegangen. Mir lässt dieses verdammte Planetenrätsel keine Ruhe. Ist doch hier genau zu sehen. Die müssen von groß nach klein. Aber wie? Ich verstehe das nicht. Muss ich hier vielleicht noch irgendwas drücken? Nein. Es ist mir irgendwie eine Nummer zu hoch hier. Die stehen doch so richtig. Von groß nach klein. Aber vielleicht doch irgendwie auf die andere Seite? Jetzt fährt er wieder rüber. Ob das ein Hinweis ist, dass das richtig ist? Muss ich jetzt nur noch den einen mit dem anderen austauschen? Ich verstehe das nicht. Muss der vielleicht... hier hin und jetzt wieder rüberfahren? Beides? Nicht so ganz, ne? Okay, wir fahren hier nochmal auf die andere Seite. Weil der Kleine sich ja auch nicht mitbewegt. Der bleibt ja in der Position. Okay, pass auf. Dann werden wir jetzt den Kleinen nochmal hier hinfahren. Und jetzt den Großen wieder dahin.
Aber der Kleine bleibt in der Position. Das ergibt keinen Sinn. Ah! Warum? Ich frag jetzt am besten nicht. Ich lass das einfach so. Hey, was ist das denn? Lässt du das Ding da drin? Das Nein. darf ja wohl nicht wahr sein. Warum geht die Tür zu? Na er hat toll. Das Teil doch nicht schon wieder gestohlen, oder? Ich bin hier drin gefangen. Immer noch keine Ahnung, warum das jetzt geklappt hat hier oben. Ich frag da einfach jetzt gar nicht. Und ich hoffe, dass wir raus können. Aha. Sehr gut. Das hat geklappt. Die Steuerung auf dieser Seite funktioniert noch. So, ich habe jetzt nur keine Ahnung, warum, weshalb wir das machen mussten. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ich dachte eigentlich, dass sich da irgendwas öffnet, wenn wir die Planeten richtig anordnen. Aber offenbar. Ich frage mich auch gerade, wo das ist. Wo sehe ich das denn? Sehe ich das von hier? Nee, wo waren das? Das konnte man doch eben beobachten, dieses tolle Etwas. Lichtbrücke geht noch. Felsschlucht. Felsschlucht. Also nicht Felsschlucht? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, nee, das können wir hier. Da geht es ja nur wieder zur Bahn. Hä? Moment, wo? Höhle? Nee, da auch nicht, ne? Wo sehe ich denn jetzt diese Formation? Oder sieht man das durch den Riss? Moment. Ich kann nach draußen sehen. Ah, okay. Nee, ich habe keine Ahnung, wo man das jetzt sieht. Vor allem weiß ich auch gar nicht, was das gebracht hat, um ehrlich zu sein. Dann gehen wir doch mal zur Maggie, weil ich habe das Gefühl, wenn doch da noch was sein soll, dann gehen wir doch mal zur Museumsinsel. War das die Museumsinsel? Ja. Hier soll ja noch eine Gruft existieren. Vielleicht können wir sie danach befragen. Ja? Robbins! Hier, da haben wir es doch. Die Karte zeigt geheime Räume unter dem Grab, das ich gefunden habe. Wenn die Karte sie zeigt, können es keine Geheimnisse sein, oder? Da haben Sie wohl recht. Hm. Man muss da irgendwie hineinkommen können. Bin ich hier, glaube ich? Ich glaube, ich bin hier falsch. Danke. Wo soll das sein? Das Grab, das er gefunden hat. Ich bin gerade im Überlegen, wo das denn sein soll. Karteninsel, Museumsinsel, Planetariumsinsel. Moment. Ich fahre mal wieder zurück gerade. Ich habe nämlich eine Ahnung. Wir haben doch jetzt... Warte mal. Ich glaube, ich muss nämlich die eine Bahn wieder aktivieren, die noch fehlt. Ich glaube, da kommen wir weiter. So, wir haben den Stab gefunden, den blauen. Und zwar den hier. Ich glaube, den brauchen wir jetzt nämlich... Warte, ich mache mal gerade Folgendes. Ich glaube, drei Platten haben wir, oder? Wie viele Platten haben wir denn jetzt? Gerade gucken. Drei Stück. Ja gut, wir können ja schon mal ein paar einsetzen. Die und die. Dann fehlt noch eine. Weil wir können ja momentan nichts machen bei diesem einen Ding, also bei dem Grab. Dann gehen wir doch mal zum dunklen Tunnel. Versuchen hier mal, ob wir vielleicht was machen können mit dem blauen Stab. Einmal zumachen. So. Dann gehen wir mal hier rein und schauen mal. Das sieht aus wie ein Kommandozentrum. Ja, das hat er jetzt nochmal gesagt, weil ich war hier noch nicht. Ich bin nämlich hier nicht reingegangen, wo ich den neuen Spielstand geladen habe. Weil brauchte ich ja auch noch nicht. Ich hatte die Sachen ja eh noch nicht. So, blauer Stab mit Pult. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Ah!
Jetzt haben wir die Stäbe. So, was können wir jetzt hier... Okay, wir können hier rein und raus. Okay. Was auch immer das bringt. Ich habe keine Ahnung. Wir ziehen sie einfach mal alle raus. Okay, warum... Ich verstehe das gerade noch nicht so ganz. Der verändert sich hier irgendwie. Oh. Jetzt habe ich alle ausgemacht. Das ist ja super. Damit sind alle Kristalle verbunden. Ja, genau. So, wie kriege ich die jetzt wieder an? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, der. Die werden immer etwas heller, wenn ich die anklicke. Warte mal, so. Ah, okay, noch heller. Dunkler. Dunkler, ganz dunkel. Muss ich die... Ah, ich verstehe. So, jetzt machen wir den. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Warte mal, was ist denn bei dem das Hellste? So? Könnte sein. Okay, das wird nicht heller. Dann so. Wird nur dunkler. Wird heller. Wird dunkler. Wird nicht mehr heller. Okay. So. War das jetzt heller oder... Warte mal, so vielleicht? Ja. Gut, dann der hier. Wird heller. Jo. Ja, warte. So, ne? Gut, leuchtet auch. Dann den jetzt. Ich glaube, ich hätte die anderen gar nicht ausmachen brauchen. Ich hätte einfach den letzten anklicken müssen, der nicht leuchtet. So, und jetzt der noch. Hell. Noch heller. Am hellsten. Okay. Sollte gehen. Ah, wir haben die Bahn wieder repariert damit. Cool. Sehr gut. Okay, alles klar. Dann Schleuse. Dann, warum dreht er sich eigentlich immer im Kreis? Ich weiß es auch nicht, was das soll. Dann würde ich sagen... Fahren wir doch mit der letzten Bahn. Das war die Museum. Nein, welche war es? Ich muss kurz überlegen. Das war nicht die. Das war die, danach kam. Die war kaputt. Die konnten wir nicht verwenden. Hier die. Die sollte jetzt gehen. Stimmt's oder habe ich recht? Vielleicht finden wir ja Brink wieder. Wobei, wie soll der da hingekommen sein? Erstmal ist ja schön, dass die Bahn überhaupt funktioniert. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, Brink wieder zu beleben. Aber naja, wir müssen es ja tun. Okay, das können wir gerade überspringen. Oh, eine neue Animation. Immer schön, diese... Oh, cool. Alles klar. So, da ist der Rufknopf. Den brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal auf die Insel. Und schauen, was uns hier erwartet. Da haben wir schon mal... Ist das eine Lichtbrücke? Nee. Dann gehen wir nach oben. Das jetzt mal bewusst nicht abgebrochen, damit man die Musik ein bisschen genießen kann. Das ist wirklich sowas von schön. Hier sehen wir auch die Monde. Der größere Mond wird vom kleineren umkreist. Okay, Steinplatte. Ist das schon die letzte? Mit meinen Händen kann ich ihn nicht bewegen. Dann nehmen wir doch die Schaufel. Sie ist halb begraben mit Schmutz und... Mal sehen, ob sich die Platte bewegen lässt. Loch.
Na gut, dann gehen wir doch mal rein ins Loch. Ah, hier ist das. Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Hier ist das. Das ist das, was Boston gemeint hat. Okay, und das Geheimnis lösen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich mache jetzt nochmal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns wie immer gleich wieder. Oder in der nächsten Folge. Bis dann.